Ich meine, heute habe ich Zeit. Wir können das theoretisch, wenn das nicht mehr viel ist, können wir es heute durchspielen. Morgen ist Feiertag. Ich habe Zeit. Wir können heute 3,5 Stunden spielen. Stufe 42. Sehr geil. Er ist spät. Entspann dich, er kommt schon. Ich möchte wirklich mal wissen, wie man so verdammt ungerührt bleiben kann. Unmenschlich. Nebenwirkung der Mutationen. Hexer verlieren selten die Nerven. Was, wenn ihm etwas zugestoßen ist? Der Hauptmann scheint gut auf sich aufpassen zu können. Mag sein, aber dieser Zintria kommt mir nicht wie ein gewöhnlicher Bandit vor. Es ist ihm gelungen, herzoglichen Wein unter der Nase der Wache wegzuklauen. Wir haben nur durch einen Zufall davon erfahren. Und er hat dem Vampir die Opfer benannt. Man muss schon ziemlich von sich überzeugt sein, um ein solches Monster zu erpressen. Früher oder später passiert jedem ein Schnitzer. Der Zintria hat den Sangreal gestohlen. Das war sein Fehler. Wenn wir nicht den Weinfleck gefunden hätten? Das stimmt, wir hatten Glück. Und wir wissen auch nicht sicher, ob er wirklich hinter der Entführung steckt. Das stimmt. Wir müssen den Zintria finden, ob er nun dahinter steckt oder nicht. Auch wenn er nicht dahinter steckt, könnte er doch wissen, wer der Erpresser ist. Außerdem, den Auftraggeber zu kennen ist eins. Dann wüssten wir immer noch nicht, weshalb... Da kommt jemand. Hauptmann, warum kommst du so spät? Wir haben dich vor Stunden erwartet. Dieser Zintria arbeitet nicht alleine. Wir haben es mit einer ganzen Organisation zu tun. Wir wurden von Banditen angegriffen. Es waren nicht mal wenige. Einer meiner Männer hat einen Armbruch, dem anderen ist das Knie zerschlagen. Für immer gelähmt. Und auf der Straße heißt es, auf deinem Kopf sei ein stattlicher Preis ausgesetzt, Geralt. Daran bin ich gewöhnt. Das ist nicht das erste Mal. Musst du immer... Also... Wir haben das Lagerhaus am Hafen gefunden, in das der Wein geliefert wurde. Und den Pächter dazu. Das war ein Bettler, ein Strohmann. Als wir ihn fanden, gab er gleich alles zu. Ein Mann habe ihm das Geld für die Pacht gegeben. Hatte ihn angesprochen, als er vor der Fasanerie bettelte. Dort wartete ein Wink des Schicksals auf uns. Eine Kellnerin erinnerte sich, Wein über einen Adligen verschüttet zu haben, der mit zintrischem Akzent sprach. Wie hat er ausgesehen? Ihre Beschreibung war nicht sehr aufschlussreich. Gut aussehend und mit Bart. Könnte jeder sein. Aber an seine Begleiterin konnte sie sich gut erinnern, weil sie sie kannte. Am Arm des Zintrias war Cecilia Belante. Die Sängerin? Von der habe ich gehört, sie soll sehr begabt sein. Genau die. Wir haben uns sofort zu ihr begeben. Doch sie war nicht zu Hause. Wir haben die Angestellten befragt. Ein Stubenmädchen sagte, dass Cecilia heute Abend mit einem Herrn aus Zintra verabredet ist. Sie hat ihn zu einem Empfang der Mandragora eingeladen. Mandragora, was ist das? Eine örtliche Künstlervereinigung. Maler, Bildhauer, Barden und Tänzer. Nie davon gehört. Der Bund ist sehr mysteriös. Absichtlich, schätze ich. Begreift sich als exklusive Verbindung der künstlerischen Elite. Hin und wieder veranstaltet er Soirees, zu denen ausschließlich reiche Mäzene eingeladen werden. Alle erscheinen in aufwendigen Masken. Es wird getrunken und geschäkert. Hoffentlich müssen wir da nicht hin. Schnappen wir uns den Zintria. Doch, dazu müssen wir wohl zu diesem Empfang. Ganz meine Meinung, Hexer. Ich sammle meine Männer und umstelle das Gebäude. Da kommt kein Mäuschen durch. Kommt nicht in Frage. Wenn der Zintria tatsächlich Männer in der Stadt hat, wird er davon erfahren und uns entkommen. Die Herzogin hat recht.
Wir müssen vorsichtig sein. Am besten gehen wir hin und mischen uns unter die Gäste. Mit der Rüstung. Genau das werden wir tun. Wir, edle Herrin? Geralt und ich. Bei dieser Art von Gesellschaft könnte der Hexer meine Hilfe brauchen. Wo findet der Empfang denn statt? Die Mandragora hält ihre Versammlungen stets am gleichen Ort ab. Einem Anwesen in der Oberstadt. Ein nobles Viertel. Das fällt ja auch viel. Geralt, du musst dich passend kleiden. Danach treffen wir uns in der Oberstadt in der Scharlatanallee. Wie, das wird spaßig. Oder auch nicht. Wein ist teilig, Quest abgeschlossen. Emotionale Kleidung an die Anna Henriette, weil zur Sicherheit. Zwar für dich angemessen hält. Trifft dich in der Charlatanallee. Ich würde die Kleidung gerne sehen. Um auszuprobieren. Und wenn wir wieder. Machen wir wieder Just for Fun, gehen wir mit Nachricht. Oha. Der Kriegshammer. Ich sollte die Wache verdoppeln. Nur zur Sicherheit. Rüstungsreparatur. Beziehung und Kleidung. Kühne Ratte, dieser Zintria. Aber wir kriegen ihn. Ich sollte die Wache verdoppeln. Nur zur Sicherheit. Nur Kleidung hier. Hier findest du keine Arbeit, jedenfalls keine bezahlte. Bei dem anderen. Mit kleineren Symbol. Das ist der. Auf ihn! Weg abschneiden! Ein kleines Gemetzel. Aus, als wären sie von mir. Damien hatte recht. Man macht Jagd. Keine Schlägerei. Aus dem Weg. Ein bisschen looten. Ah, verdammt. Sind bis 33 Schaden. Dann können wir mal wechseln. Jetzt haben wir hier Färbemittel für rote Rüstung. Aha. Okay, wie machen wir das? Du musst Hexausrüstung tragen. Tun wir das nicht? Verstehe nicht ganz. Tja. Neun bis elf Schaden, 13 bis 15 Schaden. Mal wegwerfen. Holzschwert.
Xammer macht gar nicht mal so viel Schaden. Er macht gar nicht mal. Macht gar nicht mal so wenig Schaden. 320 bis 392 Schaden. Für eine Stahlwaffe. Nicht übel. Hier mal ein paar Angriffskraft. Nice, Revanche. Tja, wenn wir gehen auf ein Fest, dann können wir vielleicht. Nee. Angemessen wäre wahrscheinlich das hier. Oh nee, das andere war. Nee. Auch wenn das gute Rüstungseffekt hat. Das erinnert mich zu sehr an die eine Quest mit dem. Mit dem Typen. Deswegen ist es wahrscheinlich das Beste, was wir machen können, aber. Uff. Vielleicht kriegen wir da angemessene Kleidung. Dann schaue ich die mir mal an. Vielleicht können wir sie tragen. Müssen wir natürlich erstmal hinfinden. Deshalb wäre es, wenn wir auf die Quests gehen, das mal anwählen. Jetzt sollten wir aber doch die Rüstung anbehalten. Und wie ich das kenne, wird dann da ein Kampf stattfinden und dann. Wenn ein Kampf stattfindet, dann haben wir die richtige Ausrüstung nicht an. Wo sind Klamotten? Sacre bleu, was für ein Fetzen. Du kommst ganz offensichtlich aus dem Norden. Wie bitte? Keine Ausreden. Was du brauchst, ist eine neue Garderobe. Mein Salon steht dir offen. Bitte, komm rein. Genug der Sticheleien. Zeig mir, was du anzubieten hast. Mit größtem Vergnügen, Herr. Aha, da bin ich gespannt. Eins Rüstung, wir sind geliefert, wenn es einen Kampf gibt. Elegantes Büklerwams. Höflingswams. Ja, die hatten wir schon. Dann haben wir wieder ein Teil zu wenig und dann wird es wieder rumgemickert. Nicht gerade Schöße. Das müsste doch reichen. Dann noch eine schöne Maske.
vermitteln, falls wir mal verstanden haben, wie das funktioniert. Danke. Ich glaube, das wäre vorerst alles. Stets zu deinen Diensten, Herr. So. Wir sind echt am Arsch, wenn das im Kampf stattfindet. Ich hoffe, dann können wir recht schnell genug wechseln. So wie die sagt jetzt, wir haben keinen Handschuh, deswegen bla bla. Positionieren wir mal die Rüstung nebeneinander. Und wir sofort ausrüsten können. Da ziehe ich mich wieder nackig aus. Und die sagt, das reicht nicht. Das riecht ja köstlich aus der Fasanerie. Was ist los? Oh. Fasan wahrscheinlich. Wenn es aus der Fasanerie köstlich riecht. Tja, ich vermute. Ah. Was hat die andere Rose doch Platz in ihrer Dose? Weitergehen. Die Ausstellung des Denkmals des Reginald Dobry bleibt bis auf weiteres geschlossen. Wir werfen die mal natürlich mit. Wollen natürlich nicht ablegen. So blöd bin ich nicht. Sie verspätet sich. Warum wundert mich das nicht? Wenige Zeit später. Noch schick gemacht. Oh, ich habe die Maske nicht aufgesetzt. Ah, Schande. So viel Sinn für Stil hätte ich dir gar nicht zugetraut. Aha. Donnerwetter, Geralt. So gar nicht übel. Und eine Maske hast du auch. Wenn auch nicht die, die du haben solltest. Hm. Die der Mandragora-Mitglieder sind etwas anders. Ich habe dir eine mitgebracht. Leg sie an. Ach, wozu habe ich denn die Maske? Sehr extra Maske gekauft. Gehen wir, die Soiree hat begonnen. Hm, klug von dir, die Waffen zu verstecken. Sonst hätten sie uns garantiert nicht reingelassen. Immerhin war es jetzt in Ordnung. Letztes Mal, als wir uns verkleiden sollten. Ich glaube, das war Jennifer, die dann gesagt hat. Ah, du hast dein eigenes Stil mitgebracht. Hast du so gesagt, scheiß drauf. Hauptsache, wir machen dich nicht misstrauisch. Erkundigen wir uns zuerst nach Cecilia. Das ist weniger verdächtig. Wenn wir sie finden, haben wir ihn gefunden. Vor allem, da er uns vielleicht erwartet. Wie meinst du das? Ich bin in der Stadt seinen Schergen begegnet. Die haben mich erkannt und wollten mir ans Leder. Ja, du hast recht. Wir müssen vorsichtig vorgehen. Komm, wir sind dran. Madame, Monsieur, es ist ein Vergnügen, euch zur Soiree der Mandragora begrüßen zu dürfen. Ich kann heute Abend ganz besonders empfehlen, den künstlerischen Darbietungen unserer Gemeinschaft eure werte Aufmerksamkeit zu schenken. Was für Darbietungen erwarten uns denn? Heute Abend hat die Mandragora die Ehre, drei superbe Beispiele höchster Kunst präsentieren zu dürfen. Zu Beginn hat Cecilia Belante ein Konzert gegeben. Wäre ihre Stimme ein Stein, so wäre sie gewiss ein Diamant. Leider hat Mademoiselle Cecilia ihre Darbietung bereits beendet. Wie schade. Wir hätten sie gerne gehört. Zum Glück kommt ihr noch recht, um den großen Callesti zu sehen, einen Meister der visuellen Illusion. Er kommt aus dem fernen Ophir. Visuelle Illusionen, interessant. Und der dritte Künstler?
Der dritte und der vierte. Es ist ein Duo, die Tuven-Brüder. Sie führen ihre aktuelle Pantomime auf. Aha. Wir möchten gerne mit Cecilia Belante sprechen. Bewunderer, nehme ich an. Ihr werdet gewiss Gelegenheit haben, mit ihr zu parlieren. Es wird nicht einfach sein, hier in der Menge jemanden zu erkennen. Kannst du uns vielleicht helfen? Wo sie jetzt ist, weiß ich nicht, aber ich gebe euch einen Hinweis. Sehr gerne. Sucht die Orchidee aus Kovia. Was heißt das? Cecilia trägt eine im Haar. An der Orchidee könnt ihr sie erkennen. Na dann, auf geht's. Sowas. Und da behauptet Rittersporn immer, Künstler wären arm wie die Tempelmäuse. Das Anwesen gehört ihnen ja nicht. Sie sind hier Gäste. Es gehört Orianna, der Frau in Schwarz, dort auf dem Balkon. Ich sehe sie. Warum trägt sie keine Maske? Das wäre zwecklos. Sie würde ohnehin von jedem erkannt werden. Suchen wir nach der Orchidee aus Kovia. Wenn wir Cecilia finden, haben wir den Cintria gefunden. Sehen wir in den Alkoven nach! Ja, mit allen reden. Okay, sie läuft im Busch im Kreis. Okay. Hey, ho, Schnuckiputz, grüß mir deinen Muckiputz. Nee, ist klar. Wie schön, dich zu sehen. Hast du Angst vor Badewannen? Badewannenphobie, wer kennt's nicht? Bring zuerst dein eigenes Haus in Ordnung. Also, Angst vor Wasser könnte ich verstehen, aber... Haben Zwerge öfters, aber... Angst vor Badewannen? Ja. Leckert der Roller runter. Eine falsche Bewegung und all die gemeinsame Anstrengung ist für die Katze. Sei gegrüßt. Sei gegrüßt. Hallo. Es bedarf großer Kraft. Na los, Geralt. Sei kett und zeig uns den Künstler in dir. Die Farbkugeln. Wirf sie gegen die Leinwand. Farbkugeln, Leinwand. Betrachtet eure Emotionen. Gute Leute. Eine weitere Seele möchte ihre kreative Seite ausdrücken. So was. Du und moderne Kunst. Ich kann es jetzt nicht tun. Okay. Blaue Farbkugeln. Ich hätte tatsächlich vor, ein Landschaftsbild zu malen. Kunstbanose. Ein bisschen grün hier unten. Fantastisch. Hohe Kunst. Einen Moment der Betrachtung. Meine Interpretation? Das Bild drückt spirituellen Dualismus aus. Der natürlich. Gut und böse. Und es drückt Unwachsamkeit aus. Oh ja, das ist er. Gut gegen böse. Der Dualismus der Menschen. Und Unbeugsamkeit. Es muss eine Berühmtheit
Arbeit sein, das sag ich dir. Ah ja, haben wir das kurz gemacht. Was machen wir als nächstes? Wie gerne ich ihn kennenlernen würde. Schade, dass er nicht alleine gekommen ist. Kunstgalerie angucken. Du siehst mir nach einem Zielpunkt. Zielpunkt. Wie bitte? Es ist bunt. Es ist so. Es ist. Scheiß bunt! Das ist es! Scheiß bunt. Und all die gemeinsame Anstrengung. Okay, da können wir was machen. Oder ist ein Ziel unseres Mission. Ja, hallo da drüben. Aha, okay. Und Tür, die wir nicht betreten können. Einmal looten und noch auf dem Festival. Oder was? Nicht stören, Kusch-Kusch. Hm, das ist die richtige Blüte. Natürlich, eine Orchidee aus Kovir ist der ideale Kontrast zu ihrem Teint. Wir müssen mit dem Modell sprechen. Es dauert nicht lange. Mit mir? Lieg still. Reden kannst du ja. Aber beweg dich um Himmels Willen nicht. Okay. Wir kamen her, um mit dir zu sprechen. Mit mir? Aber warum? Der Adlige aus Zintra, mit dem du hier bist, interessiert uns. Der Adlige aus Zintra? Ah, ihr verwechselt mich mit Cecilia. Die Orchidee, ich dachte... Nicht bewegen, sag ich. Cecilia hat am Ende ihrer Vorstellung die Blüte ins Publikum geworfen. Na toll. Ich habe sie gefangen. Aber ja, den Adligen habe ich gesehen. Wir würden ihn gerne sprechen. Wie sieht er denn aus? Wie viele hier. Groß, dunkel, maskiert. Weißt du, wo er jetzt sein könnte? Er hat Cecilia ein kleines Geschenk gemacht. In einer herzförmigen Schachtel. Dann sind sie zu den Erfrischungen gegangen. Madame, Monsieur, entschuldigt, aber so kann ich nicht arbeiten. Ihr müsst gehen, jetzt. Meine Fresse. Ja, das Bild ist wohl jetzt nicht wirklich, naja. Das ist wohl jetzt nicht unbedingt das Hübscheste. Was sind diese ganzen Punkte hier, die wir nicht ansprechen können? Angeblich bringen sie Glück. Gut, probieren wir es aus. Ich hätte nie gedacht, dass du an solche Sachen glaubst. Hast du die Skellige-Inseln gesehen? Aha, die Laterne. Lassen sie alle fliegen. Am besten gleichzeitig. Sind sie? Fantastisch. Und wenn er nicht kommt? Der kommt bestimmt. Keine Sorge. Schau, der Magier. Ich glaube, er zaubert. Tja, mal sehen. Was machen wir hier? Aha, ein fliegender Teppich. Delfine. Beeindruckend.